Das Grenzland zwischen Russland und Norwegen, sie spüren die neue Eiszeit der Großmächte. Ex-Spion Frodeberg. Der FSB hat offensichtlich eine gute Übersicht über Kirkenes. Russlands Kampfjets fordern die NATO immer wieder heraus. In ihrem Hauptquartier tief drin in einem Berg beobachten Norwegens Militärs Russlands Manöver. Sie haben angefangen, Scheinangriffe zu fliegen. Und rund ums Parlament in Oslo fangen unbekannte Handydaten ab. Zeitungsjournalisten haben das aufgedeckt. Sie behaupten, Russlands Geheimdienste sind mit versteckten Lauschgeräten im Regierungsviertel unterwegs. Russland will wissen, was bei uns vor sich geht. Und wir wollen wissen, was passiert da im hohen Norden. Die Barentssee am Rande der Arktis, hier kommen sich NATO und Russland am nächsten. Es ist eine Region voller militärischer Geheimnisse. Russlands Nordflotte kreuzt hier, ihr Hafen Murmansk ist nicht weit entfernt. Vom norwegischen Grenzort Kirkenes fahren wir nur ein paar Minuten bis zum Übergang nach Russland. Viel ist hier nicht los. Ein paar Lastwagen, sonst nur private Autos der Menschen aus der Grenzregion. Für uns ist an der Grenze ohne Visum Endstation. Die Menschen aus der Region reisen ins Nachbarland zum Einkaufen. Die Norweger fahren nach Russland wegen des günstigeren Baumaterials oder Alkohols. Aber auch die Russen kommen, zum Beispiel Menschen aus Murmansk, mit denen wir seit Jahren zu tun haben. Wir empfinden die Grenze nicht als eisernen Vorhang, der uns hier am Reisen hindert. Diesen kleinen Grenzverkehr unter Nachbarn dürfen wir filmen, nicht aber die Kamera auf die russische Seite richten. Es ist eine höchst sensible NATO-Außengrenze, die hoch oben am Himmel von Militärjets beider Seiten streng bewacht wird. Seit die Russen 2014 die Krim annektiert haben, sind die Zeiten auch hier rauer geworden. Das spüren auch die Einwohner des 3000-Seelen-Ortes Kirkenes. Hier besuchen wir Frode Berg. Der ehemalige Offizier von Norwegens Grenztruppen hat sich stets für ein gutes Verhältnis der Menschen auf beiden Seiten der Grenze eingesetzt. Unter seinen russischen Kollegen hatte er immer viele Freunde. Jedes Mal, wenn wir uns draußen im Wald zu einer Besprechung getroffen hatten, haben wir uns auch Zeit genommen für ein gemeinsames Essen da draußen. Das endete, als der 64-Jährige in den Strudel einer Spionageaffäre geraten war. Auf Drängen des norwegischen Geheimdienstes brachte er Briefe, vermeintlich mit Geld und Speicherkarten, über die Grenze. Die Russen schnappten und verurteilten ihn als Spion. 2 Jahre saß er in einem Moskauer Gefängnis. Erst diesen Winter kam er frei. Frode fühlt sich von Norwegens Geheimdienst missbraucht. Weil ich in Russland und bei den Behörden dort gut bekannt bin, hätten die, die mich um diesen Gefallen gebeten haben, doch sehen müssen. Nein, wir können Frode Berg nicht benutzen. Aber sie haben Frode Berg trotzdem benutzt. Die haben mir das als völlig legale und ungefährliche Aufgabe dargestellt. Die haben nie gesagt, dass das etwas mit Spionage zu tun hat. Sowas wäre für mich nie in Frage gekommen. Norwegens Regierung hat Frode Berg für die Haftzeit mit umgerechnet knapp 500.000 Euro entschädigt. Denn offenbar enthielten die vermeintlich harmlosen Briefe konkrete Anweisungen an Oslos Spione in Murmansk. Welche Folgen haben solche Geheimdienstmanöver für das Verhältnis von Russland und Norwegen? In der Hauptstadt Oslo wollen wir mehr erfahren über das Treiben der Agenten und das, was von sowas kommt. Frode war ein Repräsentant für die Zivilgesellschaft. Dass man ihn benutzt hat, macht die Sache gleich doppelt problematisch. Einmal, weil er gar kein professioneller Spion war, und zum anderen liefert sein Einsatz russischen Verschwörungstheorien Nahrung. Diese Theorien unterstellen, dass alles, was Norwegen und die westlichen Länder tun, für den Aufbau der russischen Zivilgesellschaft eigentlich nur Deckoperationen sind, um das Putin-Regime zum Einsturz zu bringen. Ta ned Putin-regimet.
Und so wächst das Misstrauen zwischen Moskau und Oslo, wo man sich schon lange selbst im Visier russischer Geheimdienste sieht. Ist Norwegens Hauptstadt tatsächlich Tummelplatz der Spione? Wir treffen den Reporter Per Johansen von der Zeitung Aftenposten. Vor einiger Zeit hat er aufgedeckt, dass Unbekannte mitten im Regierungsviertel Handydaten abfischten. Hier rund um das Parlament haben wir Signale von mehreren verdächtigen Basisstationen aufgefangen, was darauf hindeutet, dass in dieser Gegend viele Handys überwacht wurden. Damit konnte verfolgt werden, wer zu welcher Sitzung ging. Man konnte Informationen über die Identität des Einzelnen abfangen und Spionageprogramme installieren. Die entsprechenden Basisstationen konnte er nicht aufspüren. Sie waren offenbar mobil, wurden vielleicht in Koffern, Rucksäcken oder sogar in Babywagen durch die Innenstadt geschoben. Die stärksten Signale haben wir rund um einen Platz im Regierungsviertel empfangen. So wie diese Basisstationen arbeiteten, ähnelten sie einem Überwachungssystem, das White Russian heißt, in der Ukraine entwickelt und verkauft wird und das an vielen Orten der Welt im Einsatz ist. Das ist billig, kostet umgerechnet nur ein paar hundert Euro. Nach seinen Recherchen ist Reporter Johansen überzeugt, dass neben verdeckten Operationen der norwegischen Polizei vor allem Russlands Geheimdienste in Oslo die Finger im Spiel haben. Obwohl Norwegens Behörden inzwischen besser hingucken, sind die Lauscher wohl immer noch aktiv. Ich bin mir sicher, dass das immer noch vor sich geht. Ohne Zweifel. Wir haben starke Hinweise darauf, dass die russischen Geheimdienste in Oslo und in Norwegen im großen Stil operieren. Norwegen ist Russlands NATO-Nachbarland und die Russen interessieren sich für vieles, was bei uns vor sich geht. Die Russen sind neugieriger geworden und unberechenbarer. Was bedeutet das für die Region, in der sich NATO und Russland am nächsten sind? Wir bekommen die seltene Gelegenheit, das Hauptquartier der norwegischen Streitkräfte zu besuchen. Es ist tief in einem Gebirge verbunkert. Was auch immer passiert am Himmel und im Meer rund um Norwegen, das haben Sie hier im Hauptquartier der norwegischen Streitkräfte im Blick. Und Sie wissen ziemlich genau, was die russischen Streitkräfte zu Lande, zu Wasser und in der Luft rund um Norwegen gerade treiben. Bevor wir in diesen Tunnel dürfen, gibt es strenge Passkontrollen. Wir dürfen kein Telefon, nicht mal eine Smartwatch mitnehmen in diesen Bunker. Umsehen ist erlaubt, aber das Militär entscheidet, was gefilmt werden darf. Von hier aus verfolgt der Stab von Oberkommandeur Jakobsen Russlands Aktivitäten rund um die Barentssee. 2017 erlebten wir was ganz Neues. Die Russen flogen plötzlich simulierte Luftangriffe auf norwegische Einrichtungen, zum Beispiel auf eine Radarstation in Vardø oder auf den Flughafen von Bodø. Sowas machen gute Nachbarn eigentlich nicht. Mal sind im letzten Jahr NATO-Abfangjäger aufgestiegen, weil sich russische Maschinen Norwegens Grenze genährt haben. Die Jets sind rund um die Uhr startbereit. Auch tief in der Nacht kann sich General Jakobsen auf seine Piloten im Dienste der NATO verlassen. Ich höre es von zu Hause, wenn die F-16 Jets nachts starten. Dann bekomme ich innerhalb weniger Minuten eine Nachricht von unserem diensthabenden Offizier, was los ist. Das ist normal und die Russen machen das übrigens nicht anders mit uns, wenn wir nördlich von Kola herumfliegen. Dann steigen deren Jets auf und identifizieren unsere Maschinen. Das ist nicht ungewöhnlich. Ungewöhnlich dagegen war, dass Russland während eines NATO-Manövers das GPS-Signal störte. Das traf auch zivile Flugzeuge. Welche Botschaft sendet Moskau an Oslo mit derartigen Machtspielen am Himmel? Das ist eine Art militärischer Positionierung, um zu signalisieren, hier sind wir, wir sind stark, kommt uns nicht zu nah. Aber trotzdem haben sie sich an die Regeln gehalten. Seit dem großen NATO-Manöver 2018 in Norwegen beobachten wir, dass die Russen unberechenbarer werden. So kündigen sie ganz plötzlich Schießübungen in der Nordsee an.
Die neue Eiszeit zwischen NATO und Russland lastet schwer auf den Menschen im arktischen Grenzland. Sie wollen gute Nachbarschaft, leiden aber hier ganz im Norden zunehmend unter der großen Politik. Wie versuchen sie dem Einfluss aus den weit entfernten Hauptstädten Oslo und Moskau zu trotzen? Wir sind zurück in Kirkenes, wo sich die Menschen mehr als Grenzländer statt als Russen oder Norweger sehen. Es ist auch der Sport, der sie verbindet. Die Trainer Willi und William spielen mit ihren Teams auf beiden Seiten der Grenze. Es geht um Ringen, Eishockey und um gute Nachbarschaft. Wir wollen, dass unsere Jugendmannschaften die Kultur, Musik und Geschichte der Nachbarn lernen. Deshalb nehmen wir die 12-Jährigen mit rüber nach Murmansk und trainieren dort mit den Russen. In letzter Zeit allerdings werden ihre Spiele ohne Grenzen zunehmend zum Spielball der Weltpolitik. Unsere Zusammenarbeit wird ständig schwieriger. Militärangehörige aller Länder dürfen nicht mehr über die Grenze, aber das halbe Eishockey-Team besteht aus Soldaten. Die sitzen jetzt zu Hause rum. Das ist das Resultat der Politik in Oslo und Moskau. Die Weltpolitik drängt immer stärker in ihren Alltag. Das thematisieren sie auch beim Kulturfestival von Norwegern und Russen in Kirkenes. Sie fürchten um den Zusammenhalt in der Grenzregion, wollen sich durch den Spionagefall Frode Berg nicht gegeneinander aufhetzen lassen. Frode war in Kulturgruppen und in Zusammenarbeit von Norwegern und Russen sehr aktiv. Jeder Zehnte hier bei uns ist Russe, hier wird laut und frei Russisch gesprochen. Kirkenes hat so viele interessante Seiten. Und wenn eine dieser Seiten, Kirkenes, die Stadt der Spione ist, macht uns das doch nur interessanter. Dass sich die Geheimdienste hier oben sehr für das jeweilige Nachbarland interessieren, ist in Kirkenes nicht neu. Bürgermeister Rune Raffaelsen betont uns gegenüber den Zusammenhalt in der Region. Für ihn gehört die grenzüberschreitende Kooperation an der Barentssee zum Besten, was Norwegens Politik geleistet hat. Aber hat die Spionageaffäre nicht doch Auswirkungen auf das Leben hier? Nein, die hatten keine Auswirkungen. Für mich als Bürgermeister war es wichtig, dass Frode zurück zu seiner Familie durfte. Alles andere ist uninteressant. Wir müssen dafür arbeiten, Vertrauen zu schaffen. Die Menschen, die hier mit Russland zusammenarbeiten, müssen das Gefühl haben, dass das im norwegischen Interesse ist. Frode hat am eigenen Leib erfahren, was passieren kann, wenn man sich mit den Diensten einlässt. Er ist froh, wieder zu Hause zu sein und hat gelernt, die kleinen Dinge des Alltags zu schätzen. Dinge wie Messer und Gabel. Ein Löffel. Im Gefängnis isst man jede Mahlzeit mit einem Löffel. Das war das Einzige, was wir hatten. Ein Löffel, den man nicht biegen kann. Es ist schwierig, Fisch mit einem Löffel zu essen. Auch hinter seiner Frau Anita liegen zwei harte Jahre. Die Unterstützung von Nachbarn und Freunden war zwar groß, aber hatte sie nicht auch Panik beim Gedanken daran, dass ihr Mann in einem russischen Gefängnis sitzt? Nein, am Anfang dachte ich ja, dass er schnell wieder freikommt, dass das alles nur ein Missverständnis ist. Erst als die großen Schlagzeilen in den Zeitungen von Horrorgefängnis sprachen, da dachte ich mir, was ist das hier? Wie lange muss er da bleiben? Aber dass es so lange dauern würde, war etwas anderes. Hier in Kirkenes haben die beiden erlebt, wie schnell man als Bewohner des Grenzlandes zum Spielball der großen Politik werden kann. Frode Berg ist erleichtert, das alles hinter sich zu haben. Er ist wieder zu Hause, aber er hat einen hohen Preis gezahlt. Seine russischen Freunde auf der anderen Seite der Grenze sind für ihn jetzt unerreichbar weit weg. Frode ist Opfer der neuen Eiszeit zwischen Russland und den Staaten der NATO.